als die Geschichte hier mit meinen Beinen sich so entwickelt hat. Das ist ein Zustand, da kann man sich selber nicht mehr helfen. Ich bin mit einem Stock gelaufen und dann mit zwei und dann ging es ja nicht mehr. Jetzt geht es nur noch mit einem Rollstuhl. Auch das Waschen fällt einem schwer und deswegen kommen die Freunde von jedermann und machen die Pflegearbeit. Ohne die konnte man so manches nicht machen. Die freundliche und freundschaftliche Beziehung, die möchte ich schon ein bisschen hervorheben. Und dass sie ihre Arbeit nicht mit Widerwillen machen. Nicht nur husch husch, Hauptsache fertig, sondern wird auch ordentlich gemacht. Und wir möchten so nicht wieder müssen. Also ohne dem können wir ja nicht wohnen. Sonst müssten wir im Heim sein, ja. Anders würde das gar nicht gehen. Bereitschaft mitbringen und sich in diesem Beruf aufzugeben, kann man so sagen. Also nicht einfach seinen Job stur machen, sondern wirklich, man muss sich einfach mit den Menschen beschäftigen und das kann man nur, wenn man das Herzblut mitbringt. Wir befassen uns den ganzen Tag mit den Leuten. Ja, wir machen ja auch Physiotherapie mit den Finger bewegen, vorlesen, ja, oder im Fernsehen, wenn wir manchmal gucken, wo Fernsehen wir die Zeit haben. Wir machen eigentlich Bezugspflege. Also das heißt, jeder unserer Mitarbeiter oder auch zwei sind für einen Patienten verantwortlich. Aber wenn es darauf ankommt und sagt, kannst du mir mal helfen, das, dann helfen wir uns untereinander mit allen. Ja. Also das macht ja auch die Teamarbeit aus. Wir müssen uns aufeinander verlassen können. Das ist wie so ein Zahnräder, die so ineinander fassen. Man muss Herzblut haben, sage ich immer. Also Krankenpflege ist eigentlich für mich kein Beruf, sondern eine Berufung. Das Besondere ist dann, dass man Menschen helfen kann. Ich versuche, was rüberzubringen. Ich hoffe, dass er mich akzeptiert, dass er mich anerkennt. Es gibt ja auch Patienten, die das nicht möchten. Die Anerkennung musst du dir einfach erarbeiten. Meine Tochter Lina Sophie ist 16.08.2013 geboren. Die Schwangerschaft verlief normal. Sie wurde per Kaiserschnitt geholt und hat nicht wirklich geatmet. Dann haben sie festgestellt, Undine-Syndrom ist ein Genfehler. Beim Wachzustand atmen sie alleine. Im schlafenden Zustand müssen sie beatmet werden, weil wenn sie in eine Tiefschlafphase kommen, hören sie auf zu atmen im schlimmsten Fall oder die atmen ganz flach und kriegen zu wenig Sauerstoff. Ja, dann habe ich mir gleich umgehorcht und dann hieß ja Jedermann-Gruppe Paulchen. Die haben mir gesagt, die übernehmen Lina. Also die Pflegekräfte sind 24 Stunden rund um die Uhr hier bei uns. Also wir können auch jetzt mit ihr wegfahren. Die kommen überall mit hin. Ja, das ist eine sehr große Entlastung. Das würde ich nicht schaffen alleine. Lina geht jetzt irgendwann im Kindergarten, gehen die Pflegekräfte mit bis zur Schule. Dann gehen sie dann auch noch mit, weil kann ja passieren, dass sie im Bus einschläft, in der Schule umkippt. Man braucht nicht ganz so viel Angst haben, dass irgendwas passiert. Wir haben Pflegekräfte, die von Anfang an hier sind. Ja, ist wie eine kleine Familie.